Jetzt fangen bald die Schule an. Können Sie uns da auch Ihre Meinung zu sagen? Wie werden das, wenn die Kinder während der Stunde die Maske ausziehen sollten, so wie es jetzt schon durchgeklungen ist aus Rom? Wird das in Südtirol umgesetzt werden können? Seien da die Eltern bereit, ja, ihre Kinder den ganzen Tag mit Maske in die Schule zu schicken? Nein, also ich bin der Meinung, dass die Eltern selbstverständlich nicht bereit sein, das mitzutragen, wenn die Kinder den ganzen Tag die Masken im Unterricht aufhaben müssen. Ich muss aber auch dazu sagen, die Bildungsministerin Azzolina wechselt so ungefähr 6-mal am Tag Meinung und Linie. Es ist wirklich schwierig, den Gedankengängen dieser Frau zu folgen, und nichts Genaues weiß man nicht. Also ich hoffe zumindest, dass man sich auch in Südtirol diesbezüglich wieder getraut, einen eigenständigen Weg zu gehen, und dass natürlich die Schule so normal wie möglich, wie wir es gewohnt sein aus der Vergangenheit, ihren Unterricht ableistet, beziehungsweise dass natürlich die Kinder ganz einen normalen Alltag in der Schule erleben können. Ich darf mir das natürlich zum Wohle der Kinder wünschen und auch der Eltern, aber ich kann nicht in die Zukunft schauen. Ich weiß nicht, was bei uns diesbezüglich passieren wird. Also wenn Rom entscheidet hat, es müssen die Masken den ganzen Tag in der Schule getragen werden, so wie zum Beispiel an Deutschland, jetzt in Nordrhein-Westfalen, glauben Sie, wird da die Landesregierung sich gegen Rom stemmen oder knicken Sie da ein? Ja, das ist eine schwierige Frage. Ich bin nicht die Landesregierung. Wäre ich Landesregierung, würde ich mich gegen Rom stemmen. Was die Landesregierung tut, weiß ich nicht. Und zudem ist dann auch noch zu klären, ob wir in Südtirol diesbezüglich auch, wie soll ich sagen, in der Schule die Autonomie haben, das eigenständig zu lösen. Aber ich erwarte mir, dass wir uns getrauen, zumindest im Unterricht, die Kinder nicht zusätzlich mit der Maskenpflicht zu belasten. Ja, vielen Dank, Frau Meier, für das kurze Interview. Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag. Ja, danke. Ich wünsche Ihnen auch einen schönen Tag und vor allem gesund bleiben. Ja, gerne Ihnen auch. Ja, danke.